kommt jetzt seit. Er ist von Alive Consulting und wird uns jetzt ein bisschen in diese Thematik ein bisschen einführen. Genau. Könnt ihr mich hören? Ja? Jetzt. Wunderbar. Also, stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause, versucht krampfhaft einen günstigen Flug nach Südamerika zu finden. 3 Stunden lang auf allen möglichen Flugsuchmaschinen. Irgendwann findet ihr endlich ein Schnäppchen. 350 Euro, einmal über den Atlantik, wunderbar. Ihr geht zur Airline, klickt auf Buchen, kommt schon die erste Gebühr. Gepäckzuschlag, nächste Seite, Kerosinzuschlag, Flughafengebühr, Sitzplatzauswahl. Am Ende seid ihr bei 700 Euro. So ähnlich läuft es auch bei vielen IT-Projekten. Über die Hälfte sind am Ende über der Zeit und über dem geplanten Budget, was daran liegt, unter anderem, dass von Anfang an zu knapp kalkuliert wurde. Dafür wurden dann die Anforderungen im Laufe der Zeit noch erweitert. Bei diesem Projekt war es natürlich nicht viel anders. Und zwar geht es darum, wie die Daten aus ERP Next zu eurem Steuerberater gelangen können. Noch kurz zu mir. Ich bin vor 1,5 Jahren durch einen Freund auf ERP Next gestoßen und habe mich dann mit meiner Firma Alive Consulting als Berater selbstständig gemacht. Und ich war letztes Jahr auch schon hier. Nach der Konferenz hatten wir einige Telefonate mit den Teilnehmern von letztem Jahr. Und wir haben uns gedacht, jedes deutsche Unternehmen nutzt auf irgendeine Art und Weise DATEV, entweder über den Steuerberater oder das Unternehmen selbst. Und deshalb brauchen wir eine Anbindung an DATEV. Martin Seibert hat das Ganze ein bisschen angestoßen, unser Gastgeber hier, und hat sich auch freundlicherweise bereit erklärt, das zu finanzieren. Und ich habe mich bereit erklärt, das zu entwickeln. Schauen wir uns zunächst an, was die Community von diesem Projekt erwartet. Hier symbolisiert durch einen blauen Sessel. Das heißt, die Daten gelangen automatisch aus ERP Next in DATEV, ohne dass viel hoch und runter geladen werden muss, ohne dass viel konfiguriert werden muss. Wir haben uns aber erstmal auf eine etwas einfachere Version geeinigt, nämlich eher so eine normale Schaukel, die da schick am Baum hängt. Das ist der Download einer Datei aus ERP Next herunter, die man dann in DATEV wieder hochladen kann. Diese Datei muss so aufgebaut sein, dass sie für DATEV verständlich ist und möglichst einfach importiert werden kann. Und es gab zu dem Zeitpunkt in ERP Next keinen Report, der diese Daten irgendwie ausspuckt. Man hätte es aus vielen unterschiedlichen Reports zusammensuchen müssen und das ist dann viel Aufwand. Den galt es zu minimieren. Als Spezifikation hatten wir eine PDF-Datei vom Steuerberater von Seibert Media namens Beschreibung Format Buchungsstapel. Da stand so in etwa drin, wie diese Datei auszusehen hat. Was dabei herauskam, war dann eher, dass wir den Baum in der Mitte ein bisschen durchgesägt haben. Und das hatte einige Gründe. Zum Beispiel wurde der Umfang im Nachhinein noch erweitert, indem nämlich im Forum kommentiert wurde, unter anderem durch Fred Hammer, der auch ERP Next Berater ist, dass er gerne die Daten mehr automatisiert in DATEV einladen kann. So wie wir das am Anfang geplant hatten, musste man immer noch selber die Dateien auswählen, welche Spalten man importieren möchte. Jetzt brauchen wir zusätzlich eine Kopfzeile mit Metadaten, dass DATEV automatisch weiß, was steht in dieser Datei, für welchen Zeitraum ist das, von welchem Unternehmen kommt das, zu welchem Steuerberater gehört das. Außerdem
kam zusätzlich als Anforderung hinzu, dass wir auch Stammdaten exportieren, also welche Kunden gibt es, welche Lieferanten gibt es, wie heißen die einzelnen Konten, dass die Daten in Dativ mehr Sinn ergeben. Deshalb, ja, der Baum ist ein kleines bisschen abgeändert worden. Was schwierig war bei der Entwicklung, war, dass Dativ sehr verschlossen ist. Also ist es unglaublich schwierig, von denen irgendwelche Informationen zu bekommen. Wir haben zwar über den Steuerberater einen Zugang zum Entwicklungsportal bekommen, dort gab es aber nicht viel zu sehen, außer der Nachricht, bitte kaufen Sie eine Enterprise-Lizenz. Da war ich dann unglaublich naiv, weil ich gesagt habe, ja, eine CSV-Datei ist kein Hexenwerk. Schaffen wir auch ohne, dass wir hunderte von Euro an Dativ zu bezahlen für Dokumentation. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, dieses Geld zu investieren. Gestern hatten wir noch ein nettes Telefonat mit einem Dativ-Mitarbeiter, der uns versprochen hat, dass das alles besser wird und sie ein Cloud-Unternehmen werden möchten und die Dokumentation kostenlos wird und dass sie APIs anbinden möchten, dass man das Ganze noch weiter automatisieren kann. Also das wird wahrscheinlich besser, aber was wir jetzt haben, ist der CSV-Export, den ich euch jetzt kurz zeigen werde. Und zwar kann man in der aktuellen ERP Next-Version oben in die Suchleiste eingeben Dativ. Dann sollte der Report Dativ erscheinen. Und wenn wir den öffnen, sehen wir eine Vorschau der Daten, die exportiert werden. Wir können links oben das betroffene Unternehmen auswählen, den Beginn des Buchungszeitraums und den Ende des Zeitraums, das Ende des Zeitraums. Und unten haben wir dann die einzelnen Buchungssätze, die exportiert werden sollen. Das ist jetzt ein einzelner Eintrag im Hauptbuch. Da sehen wir schon ein bisschen, also wer das System kennt, dass diese Daten, die da drin stehen, in ERP Next nicht vorhanden sind in dieser Form. Also zum Beispiel die Kennzeichnung, ob das eine Soll- oder Haben-Buchung ist, ist in ERP Next nicht explizit enthalten. Die Währungen sind natürlich auf Deutsch formatiert, mit einem Komma statt einem Punkt. Die einzelnen Kontonummern kann man zwar sehen, wenn man sich die Übersicht über die Konten angibt, ansieht, aber nicht im Hauptbucheintrag. Deshalb ist dieser Bericht aus 6 unterschiedlichen Tabellen zusammengesucht. Und genau, die einzelnen Zeilen sind jeweils irgendwo aus dem System herausgezogen. Dann die Einheit, die etwas mehr Sinn ergibt für einen Menschen und auch für ein Buchhaltungsprogramm, ist der Journaleintrag. Das hier betrifft jetzt eine Ausgangsrechnung. Da wird also dem Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der untersten Zeile 11,90 Euro belastet, dafür 10 Euro an die Umsatzerlöse gutgeschrieben und 1,90 Euro an die Umsatzsteuerverbindlichkeiten. Damit kann Dativ also dann arbeiten und sagen, okay, wir haben hier eine Ausgangsrechnung. Danach, okay. Vielen Dank. So, wenn wir rechts oben klicken, dann erhalten wir eine CSV-Datei in Version 12. In Version 13 wird es dann eine ZIP-Datei sein. In der CSV-Datei sind nur diese Buchungssätze erhalten. In Version 13, wo wir dann die ZIP-Datei erhalten, sind auch die Stammdaten dabei, also welche Kunden, welche Lieferanten und welche Kontenbeschriftungen gibt es. Diese ZIP-Datei können wir dann an den Steuerberater geben und was der darin findet, sieht so aus. Also 4 CSV-Dateien. Zuoberst sind die Daten, die wir gerade gesehen haben, der Buchungsstapel, dann noch die Stammdaten, Kontenbeschriftungen, Kunden und Lieferanten. Und genau, also wir können das natürlich auch selber in unser System importieren, wenn wir Dativ selber benutzen. Genau, und die Kopfzeile, die ich vorhin angesprochen habe, ist auch jeweils enthalten. Das heißt, man kann Dativ auf diesen Ordner nur zeigen und
das sucht sich dann selber heraus. Okay, da sind diese Dateien, die verstehe ich und weiß, dass es von Anfang bis Ende August ist, etc. So, ihr habt vielleicht herausgehört, dass dieses Projekt zu den 50% gehört, die nicht so laufen wie geplant. Auch wie bei der Flugbuchung kamen im Laufe der Zeit neue Dinge hinzu. Aber wir haben ein paar Konsequenzen daraus gezogen und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie solche Community-Projekte in Zukunft noch besser ablaufen könnten. Und deshalb möchte ich euch jetzt die wichtigen Faktoren zeigen, die wir in Zukunft für solche Gemeinschaftsprojekte beachten müssen. Als erstes sollten wir uns natürlich als Community gemeinsam überlegen, wo wollen wir hin mit dem Produkt? Und was hat Priorität? Was entwickeln wir zuerst? Was kann warten? Was können wir auch entwickeln und was ist viel zu komplex? Zum Beispiel können wir nicht die Funktionalität von Dativ mal eben in ERP Next abbilden. Deshalb entwickeln wir zuerst den Export. Das hat hier schon ganz gut geklappt, dass wir als Community besprochen haben. Als nächstes möchten wir erstmal Dativ anbinden. Also wir brauchen zuerst einen gemeinsamen Plan. Als nächstes ist es für uns als Entwickler wichtig zu wissen, was genau soll überhaupt entwickelt werden. Das heißt, idealerweise müssen wir zusammen eine Spezifikation erstellen und Abnahmekriterien. Ja? Wann ist das fertig? Wann betrachten wir es als fertig? Außerdem sind Use Cases sehr hilfreich, also zu wissen, wer möchte die Software auf welche Weise nutzen. Zum Beispiel könnte man sagen, es ist wichtig für uns, dass wir den Report mit einem einzigen Klick herunterladen können. Oder wir möchten das täglich exportieren und nicht monatlich, weil all diese Faktoren beeinflussen, wie das ganze Teil am Ende aussehen muss. Das heißt, wir brauchen ein solides Fundament für die Entwicklung. Außerdem möchte ich vorschlagen, dass wir eine agile Vorgehensweise verwenden oder auch iterativ. Das heißt, wir teilen den ganzen Entwicklungsaufwand auf in Schritte, die man innerhalb von 2 Wochen erledigen kann. Auf diese Weise ist dieser Feedback-Schleife ganz gut gelöst, dass einerseits die Entwickler immer wissen, okay, was wird gerade entwickelt und auch wann ist das fertig, nämlich in 2 Wochen oder wann muss das fertig sein. Andererseits wissen auch die Auftraggeber immer, wie ist der Status gerade und geht das Ganze in die richtige Richtung, möchten wir doch lieber ein bisschen die Richtung ändern. Genau, dass man diese Feedback-Schleife einfach hat. Und genau, außerdem Zugang zu ausführlicher Dokumentation. Wie ich schon erwähnt habe, war es bei Dativ etwas schwierig, beziehungsweise wir haben uns einfach entschlossen, das nicht zu kaufen. Und andererseits auch jederzeit die Möglichkeit, das zu testen, was man entwickelt hat. Also die Software, die angebunden werden soll, davon braucht man natürlich eine Testinstanz, dass man idealerweise mehrmals am Tag schauen kann, okay, passt das, was wir entwickelt haben, zu der Software, die angebunden werden soll. Das sind also die guten Entwicklungsbedingungen. Zu guter Letzt kommt natürlich die gemeinsame Finanzierung und Validierung. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn wir als deutsche Community, wir haben ja alle ähnliche Anforderungen, ja, die Grundlagen brauchen wir alle, zum Beispiel die Anbindung an Dativ, Umsatzsteuererklärung etc. Was könnte dann noch kommen? Personalwesen, überall, wo deutsche Gesetze für uns alle das Gleiche bedeuten, auch DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Die gemeinsame Finanzierung und Validierung, das heißt, am Ende sollten wir natürlich auch alle gemeinsam prüfen, ob das auch passt, was da entstanden ist. Genau, das ist also dieses schöne Häuschen hier und ich denke, mit diesem Modell können wir in Zukunft gut fahren für Community-Entwicklungen, die uns alle betreffen.
Damit möchte ich ganz herzlich danken Martin Seibert, der dieses Projekt angestoßen und finanziert hat, Mario Truss, der jetzt dafür verantwortlich ist, Heiko Schwöbel von Tür-IT, mit dem ich das am Anfang durchsprechen durfte, und Fred Hammer, der im Forum viele konstruktive Beiträge dazu geleistet hat. In diesem Sinne, Automate and Live Your Future. Mein Unternehmen ist alive. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Pnext haben, Anpassungen brauchen, Beratung, Schulung, dann kommen Sie gerne alle zu mir. Ich habe hier meine Kontaktdaten. Machen Sie sich gerne ein Foto davon, denn im Sinne des Umweltschutzes, um nicht Ihre Brieftaschen zu verstopfen, verteile ich keine Karten. Vielen Dank. Und es gab ja eine Frage unterwegs, die besteht noch. Da ist auch ein Mikro schon da, okay. Es war spontan eine Frage nach der Personenkontennummer, da bei diesem Umsatz 11,90 Euro Beispiel, die 10.001 ist ja offenbar so ein Personenkonto. Ja. Wo kommt die her? Muss die in den Stammdaten hinterlegt werden? Oder, ja. Genau, die wird in den Stammdaten hinterlegt. Also, machen dann. Genau, man muss für den einzelnen Kunden, wenn man das auf ein Personenkonto buchen möchte, muss man ein einzelnes Konto anlegen und dieses Konto im Kunden referenzieren. Ja. Sonst noch eine Frage? Dativ? Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Raphael, für das, was du da vorgetragen hast. Und ja, Dativ, keine einfache Arbeit, aber man ist dran sozusagen, ne? Damit das auch auf dem deutschen Markt eben läuft. Ich denke, das ist eben auch sehr interessant, was der Raphael gesagt hat. Es ist halt das. Ne? Ich meine, eine Software, die erstmal für die Welt sozusagen entwickelt wird. Aber eben das, wir haben europäische Gesetzgebung, wir haben deutsche Gesetzgebung, deutsche Sachen. Und da ist eben der Beitrag der deutschen Community, okay, wir müssen das anpassen, wir müssen dahin arbeiten. In diesem Sinne, danke für alle, die eben diesen Beitrag schon leisten oder ihn leisten möchten.